Willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Kurz nochmal ein kleiner Hinweis, falls ihr die Folien gleich nicht richtig gut sehen könnt. Rechts unten ist ein kleines Icon. Da könnt ihr einstellen, dass ihr den Fullscreen sehen möchtet. Genau, dann ist es soweit alles von mir. Ich will gar nicht so viel mehr Zeit reden, sondern direkt weitergeben an Nikolai, Angelika und Fabian, die zum Thema Interaktion in der digitalen Lehre sprechen werden. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen zu unserem Talk. Wir werden Ihnen einen Analysebaum vorstellen, der Ihnen bei der Benennung von Interaktionssituationen helfen soll. Wir zeigen an 4 Beispielen ein Vorgehen zur Problemanalyse und Lösungsfindung. Unsere Präsentation basiert auf den Erkenntnissen aus unserer Evaluation. Jetzt springen die Folien etwas zu schnell. Okay, die zweite Folie, danke. Vor allem bei der Analyse der Freitextantworten haben wir festgestellt, dass die Interaktion ein relevantes Thema ist und war. Sowohl im asynchronen wie auch im synchronen Bereich und in der Präsenzlehre spielt sie eine entscheidende Rolle, die nach Verbesserung ruft. Die Untergliederung sehen Sie auf dieser Folie. Bei der weiteren Analyse haben wir die Interaktion in 3 grundlegende Interaktionen unterschieden, und zwar in Kommunikation, Interaktion und Organisation, die hier den Stamm bilden des Baumes. Und daraufhin weiterhin differenziert, je nachdem, wer mit wem kommuniziert, und zwar die Dozenten mit den Dozenten, die Dozierenden mit den Studierenden und die Studierenden untereinander. Dies haben wir dann noch weiter aufgeschlüsselt in asynchrone, synchrone und präsente Kommunikation oder Interaktion. Und dadurch ist der ganze Baum relativ komplex geworden. Diese unüberschaubare Komplexität brechen wir nun auf 4 Beispiele herunter, die wir nachfolgend vorstellen werden. Hierfür behalten wir die Unterteilung der Interaktion in die 3 Bereiche Organisation, Kommunikation und Interaktion bei. Die Präsenzlehre wird als Beispiel nicht weiter berücksichtigt. Kommen wir zum ersten Beispiel. Sie erreichen ständig E-Mails mit organisatorischen Fragen. Eine Möglichkeit, um auf der asynchronen Ebene der Organisation, die Sie hier nochmal beispielhaft sehen, Abläufe zu perfektionieren, ist der Einsatz von sogenannten FAQs. Diese können bei einem sinnvollen Einsatz den E-Mail-Verkehr stark reduzieren. Dazu haben wir folgende Handlungsempfehlungen. FAQs sollte man sehr prominent platzieren. Verweisen Sie auch regelmäßig auf diese FAQs und halten Sie diese immer aktuell. Eine gute Struktur sorgt dafür, dass keine Fragen offen bleiben. Achten Sie bei Ihren Formulierungen vor allem darauf, dass sie keinen Interpretationsspielraum bieten und damit Nachfragen befördern. Als weiteres Beispiel haben wir Zufallsbegegnungen gewählt. Diese fallen im Homeoffice ja häufig weg, weil man die Kollegen zum Beispiel nicht mehr auf dem Flur, beim Kaffee oder in der Mensa irgendwo trifft. Aber diese Zufallsbegegnungen sind halt sehr nützlich, um neue Impulse zu bekommen, sowohl für die fachliche Sache, aber auch für Organisationssachen oder halt auch, sei es nur private Kommunikation. Um diese fehlenden Zufallsbegegnungen auszugleichen, kann man entsprechend Online-Gesprächsrunden organisieren, indem man sich online trifft und für die interne Kommunikation nutzen. Dafür sollte man regelmäßige Termine festlegen, an denen man sich austauschen kann. Diese sollten natürlich so gelegt sein, dass alle Leute gleichzeitig Zeit haben, also am besten nicht mit irgendwelchen Lehrveranstaltungen überschneiden. Und man kann sich vorher festlegen, vielleicht sogar ein Schwerpunktthema aussuchen, über das man reden möchte. Das dritte Beispiel zielt auf die Kommunikation zwischen Dozierenden und Studierenden und unter Studierenden in der asynchronen Lehre ab. Hierfür wird die Produktion von studentischen Mini-E-Lectures mit digitalen Mitteln zum Good-Practice-Beispiel. So werden die herkömmlichen Referate in der digitalen Lehre ersetzt. Im Hinblick auf die Optimierung dieser Form der Kommunikation werden folgende Handlungsempfehlungen formuliert. Die Orientierung an vorher bekanntgegebenen Lernzielen, die notwendige Basis der Digitalkompetenz verdeutlichen und planvoll in die Tat umsetzen und den Kriterienkatalog der Bewertung allen Beteiligten unbedingt transparent machen. In der Digitallehre sind asynchrone Interaktionsformen sehr gefragt. Eine gute Möglichkeit bieten Tools, bei denen gemeinsam ein Produkt erstellt wird, zum Beispiel ein E-Portfolio mit Mahara. Individuelle Lernwege verbinden sich hier zu einem gemeinsamen Produkt. Auch hierfür haben wir Handlungsempfehlungen. Asynchrone Interaktion kann man fördern, wenn man ein digitales Produkt verlangt, das gemeinsam erstellt wird. Damit die Vorteile der individuellen Lernwege aber nicht verloren gehen, ist es wichtig, auch individuelle Teile zu verlangen.
Gerade multimediale Aspekte verlangen nach verschiedenen Skills von Studierenden und so werden die Fähigkeiten einzelner Studierenden gefragt. Als Fazit haben wir festgestellt, dass es bei der Interaktion sehr gut ist, wenn man sich der Komplexität, der dahinter steht, bewusst zu sein. Und dies ermöglicht einem, die Interaktionssituationen, die auftreten können, exakt zu bestimmen und auch dafür Lösungen zu finden. Dazu soll dieser Baum helfen. Für die Planung einer Lehrveranstaltung hilft es, sich vorher zu fragen, welche Interaktionssituationen auftreten können und mit der Veranstaltung verknüpft sind. Des Weiteren, die Bewusstmachung unterstützt beim Schwierigkeiten antizipieren, beim Handlungsanweisungen prüfen und beim Lösungen mit Tools oder Strategien finden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Team Digitalisierung in der Lehre und postdigitale Entwicklung des Geografischen Instituts der Ruhr-Universität Bochum. Super getimed. Sorry für die kleinen Trouble am Anfang. Das wird gleich besser mit dem Vortrag von Annabel Wils zum Thema, was uns das Kinewin Framework über Corona lehrt. Annabel, ich würde dich bitten, dich einmal mit Kamera, ich sehe schon, du bist schon dabei, Fabian Angelika, einmal genau untertauchen bitte. Vielen Dank euch. Und einmal Bühne frei für Annabel. Nee, mein Vortrag brauche ich noch. Ja, der kommt sofort. So, und dann mache ich mich einmal stumm und dann werde ich sofort den Timer starten, sobald du lossprichst. Vielen Dank. Mein Name ist Annabel Wild. Ich bin Referentin für Hochschulstrategie und Digitalisierung an der Fernuniversität in Hagen. Ich möchte Ihnen und euch heute einen Wahrnehmungs- und Interpretationsrahmen vorstellen, der aus der Komplexitätsforschung stammt. Und ich werde Ihnen ein Beispiel geben, warum wir uns das in Corona-Zeiten häufiger angucken sollten, das Knevin-Framework. Im Bildungssektor war Corona ein Schock. Also von jetzt auf gleich musste der Hochschulbetrieb radikal umgestellt werden. Und nichtsdestotrotz, Digitalisierungsprozesse wurden in den letzten Monaten bereits angepackt. Bei der Umsetzung ist aber auch nicht alles so glatt gelaufen. Oft war nicht klar, was eigentlich leistbar und gewünscht war. Und hierbei kann das Framework helfen. Knevin ist ein Modell für die Entscheidungsfindung. Das ist schon 2007 von Dave Snowden von IBM entwickelt worden. Der Name ist ein walisisches Wort für Heimat oder Habitat. Snowden geht davon aus, dass man erst erkennen muss, welche Kontexte eine Situation bestimmen, bevor man sich mit ihr befasst, weil er sagt, unterschiedliche Kontexte brauchen unterschiedliche Handlungen. Es gibt vier Bereiche. Zuerst mal der einfache. In einfachen Zusammenhängen ist die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung einfach, also offensichtlich und leicht zu erkennen. Wenn was schief geht, ist es leicht, das Problem zu erkennen und zu beheben. Es gibt keine Überraschung. Snowden nennt das die bekannten Erkenntnisse. Es gibt vordefinierte Wege zur Lösung des Problems. In einfachen Systemen müssen Informationen wahrgenommen und kategorisiert werden. Also sehen, was reinkommt, das einordnen, entscheiden, was zu tun ist. Wie bei einem Helpdesk. Die gleichen Fragen, ein vordefinierter Satz von Antworten und eine beste Lösung. In einfachen Systemen funktioniert deswegen auch nur Best Practice, weil die Übertragung ganz offensichtlich funktioniert. In komplizierten Zusammenhängen gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, aber der kann erst nach einer Analyse erkannt werden. Er ist nicht offensichtlich. Da ist in diesen Zusammenhängen Expertenwissen notwendig, bevor eine Entscheidung getroffen werden kann. Komplizierte Kontexte können sogar mehrere Lösungen mit unterschiedlichen Antworten haben, die bekannten, unbekannten. Hier muss das Problem erst wahrgenommen und analysiert werden, bevor es Antworten gibt. Das ist die typische Welt des Expertentums. Es gibt mehr als eine Lösung für Probleme und es ist aber schwieriger, sie zu identifizieren. Komplizierte Kontexte wenden Good Practices an. Zum Beispiel alles, was mit externen Beratungsdiensten gelöst werden kann. Es gibt viele Wege, aber sie brauchen Hilfe. Komplex bedeutet, ich kann es nicht vorhersagen und ich muss mich auf Unsicherheiten einlassen. Es kann erst nach dem Prozess beurteilt werden, ob eine Entscheidung richtig oder falsch war. Die Unbekannten, Unbekannten. Wir wissen also gar nicht, was der richtige Weg ist. Wir kennen die Lösung erst in dem Moment, in dem wir sie gefunden haben. Das ist die Domäne des Experimentierens. Und daraus folgt, probieren Sie aus und dann nehmen Sie wahr, reflektieren, lernen Sie und versuchen Sie es nochmal. Schauen Sie, was funktioniert und was nicht und reagieren Sie angemessen. Ein Beispiel, die meisten Arten von Innovation. Professionelles Training oder bewährte Praktiken werden durch das Ausprobieren verschiedener Ansätze und Ideen ersetzt. Chaotisch letztlich, hier gibt es überhaupt keinen Bezug zwischen Ursache und Wirkung oder zumindest ist es unmöglich, das rauszufinden. Es gibt weder Muster noch Strukturen. Das System ist in absolutem Stress und unter Druck und es bleibt keine Zeit, das Problem zu analysieren.
Ein Beispiel ist erst kürzlich Bergamo gewesen. Sie erinnern sich vermutlich alle daran. In chaotischen Situationen ist Handeln am wichtigsten. Also Krisenmanagement betreiben, versuchen sich zu stabilisieren, Misserfolge oder Erfolge messen, entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Und manchmal ist eine Zuordnung zu einem der Bereiche überhaupt nicht möglich. Und dann neigen die Leute dazu, sich in den einfachen Bereich einzuordnen, was ziemlich gefährlich ist. Kinevin hilft uns bei der Wahrnehmung und Einordnung. Es geht also um Komplexität und falsche Sicherheiten. Einer der größten Fehler, mit dem Institutionen zu kämpfen haben, ist, dass die Handlungsstrategien, die in einfachen oder komplizierten Zusammenhängen funktionieren, in komplexe Zusammenhänge übertragen. Und dass das schwierig wird, hat Corona uns gezeigt. Als Beispiel. Bislang haben sie immer Vorlesungen im Hörsaal gehalten. Und dann kam Corona und sie mussten sehr schnell auf digitale Lehre umstellen und haben gehofft, dass sie einfach ihre Vorlesung filmen und online stellen können. Also Übertragung von Best Practice, weil bei anderen funktioniert es ja auch. Aber sobald sie Best Practice anwenden, gehen sie davon aus, dass sie sich in einem einfachen Kontext befinden. Nur höchstwahrscheinlich sind sie das gar nicht. Die Prozesse einer Hochschule sind komplex. Es gibt keine lineare Vorhersagbarkeit der Wirkung. Und sie glauben dann, es sei ihre Schuld, wenn das Konzept scheitert. Und sie denken, ah, ich muss die Vorlesung besser machen, ich muss schönere Folien machen, ich muss meine Bitrate verbessern. Aber das ist Arbeit an Ursache und Wirkung. Aber wenn der Kontext systematisch nicht passt, dann hilft es auch sich nicht auf einfache Art und Weise daran abzuarbeiten. Das war also ein Plädoyer dafür, dass man sich dessen bewusst sein sollte, in welchem Kontext man wie agiert. Es ist wichtig, die Komplexität der sozialen Wirklichkeit anzuerkennen und zu erkennen, dass die Suche nach dem einen besten Weg oftmals irreführend ist. Eine Betrachtung des Kinevin-Frameworks könnte helfen, die Denkweise zu überprüfen und Mut machen, weil Scheitern einfach oft systembedingt ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Annabelle, auch für deinen interessanten. Runde von Kamine und Josefine. Ja. Der Titel ist Das virtuelle Klassenzimmer, die New Normal Lernumgebung. Kann ich euch beide hören? Ich sehe euch beide schon. Josefine, höre ich noch nicht. Kannst du mich hören? Ja, Kamine, dich höre ich. Sehr gut. Hallo. Ja, Josefine auch da. Super, ich werde mich jetzt wieder rausschalten und euch die Bühne. Und es geht los, sobald ihr ready seid. Ich freue mich drauf. Okay. Guten Tag, meine Damen und Herren. Josefine Bettig und ich werden heute einige Ergebnisse aus einer Studie vorstellen, die wir an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin, Köln und Frankfurt durchgeführt haben. Titel der Studie ist das virtuelle Klassenzimmer, die New Normal Lernumgebung. Was war die Zielsetzung der Studie? Die Zielsetzung der Studie war der Vergleich der Wahrnehmung von E-Learning vor und während der Corona-Pandemie. Darüber hinaus wollten wir auch Herausforderungen der digitalen Lehre identifizieren, die während der Corona-Krise auftauchen. Wie sieht das Design aus, das wir uns ausgedacht haben? Wir haben zwei Stichproben, unabhängige Stichproben von Studierenden vor und während der Pandemie, nach ihren Einstellungen zum E-Learning gefragt. Wir konnten nur Studierende aus dem Standort Berlin für den Vergleich verwenden, weil Daten vor der Pandemie nur für die Berliner vorhanden waren. Die Studierenden wurden nach ihren Kenntnissen von Lern-Apps, webbasierten Trainings, computerbasierten Trainings, Simulationen und virtuellen Klassenzimmern gefragt. Bei der Frage nach der Bekanntheit virtueller Klassenzimmer gaben sie signifikant häufiger als statistisch erwartet an, dass ihnen virtuelle Klassenzimmer bekannt sind. Ein sehr interessanter Befund dieser Studie ist, dass virtuelle Klassenzimmer während der Pandemie nicht nur bekannter als zuvor sind, sondern dass sie auch signifikant häufiger an der Uni eingesetzt werden als statistisch erwartet. Aber wie sieht es sonst aus? Lässt sich der Effekt auch außerhalb der Uni beobachten? Und die Antwort auf diese Frage ist ja. Dieser Effekt lässt sich auch außerhalb der Uni beobachten. Auch hier werden virtuelle Klassenzimmer signifikant häufiger als statistisch erwartet eingesetzt. Und wie sieht es mit der Bereitschaft aus, virtuelle Klassenzimmer weiterhin zu verwenden? Um diese Frage zu beantworten, haben wir die Studierenden danach gefragt, inwieweit sie bereit wären, virtuelle Klassenzimmer in Zukunft zu verwenden.
Dabei stellt sich während der Pandemie im Vergleich zu vor der Pandemie eine signifikant höhere Bereitschaft heraus, wobei die aktuell beobachtete Bereitschaft unabhängig von der Corona-Krise ist. Eine Validierung unserer Ergebnisse ergibt sich aus einer Befragung von 62 E-Learning-Unternehmen, die vom MMB-Institut durchgeführt wurde. Danach ergab sich ebenso, dass virtuelle Klassenzimmer am stärksten von der Corona-Krise profitieren. Das waren die wichtigsten Ergebnisse des Vergleichs vor und während der Corona-Pandemie. Okay, wir haben die Studierenden außerdem danach gefragt, ob eine Reglementierung des Ablaufs der Lehrveranstaltung im virtuellen Klassenzimmer wirklich notwendig ist. Und diese Frage wurde von 65,7% der Stichprobe mit Ja beantwortet. Wir haben außerdem noch gefragt, wie genau das reglementiert werden sollte. Die Aussagen der Studierenden haben wir mit einer Thematikanalysis ausgewertet, aus der sich 9 Themen ergaben. Am häufigsten wurde das Thema Video und Audio und darunter das Thema Webcam kodiert. In Bezug auf die Webcam stellen wir fest, dass viele Studierende sich wünschen, dass diese eingeschaltet bleiben soll. Und diejenigen, die sich das wünschen, geben außerdem in mehr als die Hälfte der Fälle an, dass die Webcam die ganze Zeit, also permanent immer eingeschaltet bleiben soll. Aber stellt sich jetzt die Frage, warum konzentrieren sich so viele Aussagen auf die Webcam? Zur Klärung der Frage können wir mehrere Theorien heranziehen. Zum Beispiel das bekannte 7-38-55 Rule der nonverbalen Kommunikation und Modifikationen davon. Dann auch noch die Nonverbal Immediacy oder auch die Social Presence Theorie. Aber welcher Beitrag liefern jetzt unsere Daten dazu? Wir finden in unseren Daten vor allem Aussagen zur Relevanz der nonverbalen Kommunikation in rund 27% der Begründungen. Und wir stellen fest, dass viele Studierende meinen, dass man sich bei eingeschalteter Webcam besser konzentrieren kann. Das sind unsere Ergebnisse. Die Studierenden möchten, dass die Webcam eingeschaltet bleibt. Aber was tun sie eigentlich in Wirklichkeit? In Wirklichkeit zeigt die Realität, dass die Webcam bei den Studierenden nur dann eingeschaltet ist, wenn die untereinander sind. Wenn ein Dozent dabei ist, ist die Webcam hingegen immer aus. Wir sind fertig mit unserem Vortrag und sind gespannt auf die Fragen und bitten Sie natürlich jetzt, Ihre Webcam nicht auszuschalten. Vielen Dank. Frau Wittmann, kein Ton bei Ihnen. Ja, so viele Knöpfe auf einmal zu drücken. So, jetzt nochmal vielen Dank an euch alle für diese interessanten Insights. Und wir haben noch keine Fragen hier direkt in den Conversations im Chat. Schön erstmal, dass ihr alle zurück auf der Bühne seid. Da haben wir hier wieder alle Vortragenden zusammen. Ich sehe, wir haben im Publikum 55 Leute zusammen. Gibt es zu den 3 Themen, die wir hatten, direkt konkrete Fragen? Ich sehe, hier kommt eine Meldung. Darf ich selber was fragen? Ja, gerne. Dann einmal müsste auf der linken Seite die Möglichkeit geben, anzufragen. Ich war das. Ich wollte nur fragen, ob ich auch als Referentin selber was sagen darf. Na klar, sehr, sehr gerne. Zumal ich keine Fragen habe. Ich fand den ersten Lightning Talk total toll von Angelika, Fabian und Nikolai. Und ich fände es so spannend, diese beiden Konzepte mal übereinander zu legen, weil ich habe so viele Parallelen gesehen. Was ihr gesagt habt mit FAQ zum Beispiel, das passt bei mir ins Einfache. Oder E-Portfolio ist eigentlich was, wo man Komplexität mit reduziert. Und ich würde das so schön finden, mit euch zusammen mal das beides aufeinander zu legen und zu gucken, wie das irgendwie zusammenpasst. Ja, super, dann tausch mal die Daten aus. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Ja. Wir können es mal versuchen, wenn keine anderen Fragen kommen.
Aber sonst können wir das vielleicht machen und da vielleicht wird das nächste Festival dann irgendwie etwas daraus ableiten. Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort, um auch nochmal zu betonen, dass es oben rechts bei uns allen dieses Plaudern-Icon gibt. Und da gibt es jederzeit die Möglichkeit, Leute anzuschreiben, Leute direkt zu kontaktieren. Also auch, falls Sie oder ihr in der im Publikum Lust habt, jetzt hier eine oder einen der Speakerinnen zu kontaktieren, auch nochmal privat, dann das gerne immer unter Plaudern, weil das ist ja auch das Ziel des Festivals, sich zu vernetzen. Jetzt ist hier noch eine Frage, sehe ich gerade von Allegra Isabel. Es wäre interessant zu wissen, wie diese einheitliche Regelung zu Webcams aussehen könnte. Habt ihr dazu konkret eine Idee? Ja, also ich meine, es gibt ja viele Vorschläge, die jetzt von den Studierenden selber gekommen sind. Also sie haben sozusagen die meisten, also diese 43,6% sagen, die Webcam sollte immer an sein. Aber die haben auch zusätzliche also Hinweise gegeben. Zum Beispiel, man könnte die Webcam einschalten, wenn man spricht, damit man wenigstens die Person sieht beim Sprechen. Oder auch, wenn es um eine Interaktion direkt geht zwischen Dozent und Student oder auch bei Gruppenarbeiten oder auch einfach zu Beginn, damit der Dozent die Möglichkeit hat, die Studierenden zu sehen oder auch am Ende, damit dann auch man weiß, okay, die Person, der Student oder die Studentin ist bis zum Ende der Veranstaltung geblieben und dann das so als Mittel sozusagen dann der Anwesenheitskontrolle. Also es gibt sehr viele Vorschläge. Es gibt aber auch Studierende, die gesagt haben, nein, also das möchten wir eigentlich nicht, weil die empfinden die Webcam als eine Einschränkung, als einen Eingriff in die Privatsphäre. Also da sind viele da nicht einverstanden damit. Und sie haben auch Probleme, wenn es darum geht, beim Screensharing, da könnte man zum Beispiel versehentlich irgendwas, was man nicht zeigen will, dann zeigen. Und dann gibt es auch das Problem, manche Leute befürchten, dass Dinge aufgenommen werden und dann irgendwie verbreitet werden auf dem Internet und so weiter. Also das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. Das Wichtige aber daran ist, ein großer Teil der Kommunikation ist nonverbal. Und das heißt, dieses Teil fehlt natürlich, wenn die Webcam nicht da ist. Aber es gibt auch viele Probleme, die gelöst werden sollen in diesem Zusammenhang. Ja. Vielen Dank. Wir haben jetzt hier auch noch mal eine Frage. Ich gebe mal erstmal noch mal ab. Die hat Annabelle hier auch schon mal kurz beantwortet, aber ich finde sie noch mal interessant vielleicht für alle. Haben Sie den Eindruck, dass Sie als Fernuni bzw. Ihre Studis einen Vorteil haben, weil Fernlehre schon bekannt ist? Vielleicht kannst du dazu noch mal eingehen, Annabelle. Ja, also ich glaube schon, dass wir einfach dadurch, dass wir das seit jetzt 45 Jahren machen, zwar nicht seit 45 Jahren online, aber dennoch irgendwie mit Studierenden, die nicht vor Ort sind, dass wir da schon Vorteile haben. Und wir haben, das habe ich jetzt auch gerade schon mal geschrieben, wir haben deswegen ja auch mit dem Hochschulforum Digitalisierung ganz zu Anfang schon des Corona-Semesters eine Community of Practice gegründet, die auch immer noch über MetaMouse erreichbar ist, wo wir eben versucht haben, Starthilfe zu geben für die ganzen Präsenzhochschulen, die da so ins kalte Wasser geschmissen worden sind. Und da gab es eben verschiedene auch Vorträge sozusagen unsererseits, wo wir nochmal geguckt haben, zum Beispiel, wie gehen Hybrid-Seminare oder was ist in Sachen Barrierefreiheit zu beachten und solche Dinge. Und der Plan ist auch durchaus, diese Community of Practice weiterzuführen und dann zwar eben nicht nur mit uns als diejenigen, die Erfahrung haben, sondern die Erfahrung ist ja inzwischen auch schon an allen. Da gibt es ja Beispiele aus allen Hochschulen und insofern wird es da sicherlich weitergehen. Da wird es auf dem Hochschulforum Digitalisierung Blog auch in Kürze nochmal einen Beitrag zu geben. Das kann ich vielleicht vorwegnehmen. Ja gut, den werde ich dann auch fleißig teilen im Com-Team, wo ich daher bin. Im HFD. Sehr gut, danke fürs Werbung machen auf jeden Fall an der Stelle. Wir haben hier noch mal eine Frage dazu. Sind die Studis in Sachen Selbstlernkompetenz weiter an der Fernuni? Vielleicht noch einmal, Annabelle, an dich an, bevor wir noch mal zu dem Thema Webcam zurückgehen, was ja hier tatsächlich auch relativ viel jetzt gerade aufgegriffen wurde in den Fragen.
Ja, also Selbstlernkompetenz insofern, dass unsere Studis natürlich auch ein bisschen eine andere Zielgruppe sind und ein bisschen heterogener sind vielleicht als die Studis an Präsenzhochschulen. Bei uns sind die durchschnittlich 38 Jahre alt. Das heißt, die haben zum Teil schon eine Ausbildung hinter sich, haben eine Familienphase hinter sich und haben eine andere Motivation, jetzt auch wirklich ihr Lernen zu ermöglichen. Und insofern sind die natürlich dann auch schon, stehen die irgendwie anders im Leben, sage ich jetzt mal, ohne die anderen zu diskreditieren. Und müssen eben noch viel mehr damit kämpfen, irgendwie die Lernphasen gut in den Tagesablauf zu integrieren. Und genau, da gibt es eben, glaube ich, durchaus eine höhere Selbstlernkompetenz. Aber wie gesagt, wir haben ja auch sehr viele und es gibt auch viele, bei denen es gar nicht klappt. Also die dann auch schnell abbrechen, weil sie merken, es geht nicht. Ich kann immer nur aus denen berichten, die, bei denen es gut läuft. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier noch, ich würde sagen, nochmal hier eine Frage zu dem rechtlichen, zur rechtlichen Frage, nämlich einmal hier weiter oben, darf es überhaupt eine rechtliche Regelung dazu geben, da bezieht es sich nochmal auf die Nutzung der Webcams und genau da vielleicht auch nochmal zu euch zurück, Kamine und Josefine wahrscheinlich. Ja, also ich meine eben, das Rechtliche haben wir uns jetzt noch nicht wirklich informiert. Also wir haben zwar bei uns an der Hochschule Experten, die sich damit beschäftigen. Und das ist aber so wirklich etwas, was eben, glaube ich, juristisch jetzt hier analysiert werden sollte. Also dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ich weiß nur, dass es eben so Diskussionen gibt zu diesem Thema, auch international. Also es gab so an der Stanford University zum Beispiel einen Open Brief von den Eltern, die gebeten haben, dass man eigentlich die Webcam nicht unbedingt eingeschaltet bleiben sollte, weil die Studierenden eben sich eingegriffen fühlten in ihre Privatsphäre, weil man dann auch sehen kann über die Webcam, wie die Studenten eigentlich leben und dann auch teilweise Störungen bestehen, die man eigentlich nicht unbedingt zeigen will. Also das sind wirklich Probleme und natürlich da kommt, sobald es Probleme dieser Art gibt und wenn man von Reglementierung spricht, können wir natürlich schon auf der wissenschaftlichen Ebene antworten, weil wir ja Wissenschaftler sind, aber da müssen wir natürlich auch noch das Juristische dazu tun. Ja.